Natürlich am Samstag, wenn man dann um 15:30 Uhr auf dem Platz steht, ist man sehr, sehr gierig, einfach gegen so einen Gegner zu gewinnen wollen und den Gegner zu besiegen, den Gegner zu zeigen, dass der SC Freiburg auch natürlich ein guter Bundesligist ist. Und das würde ich schon als gierig bezeichnen, dann einfach auf dem Platz alles zu zeigen und die 3 Punkte in Freiburg zu behalten. Nein, würde ich nicht sagen, weil wenn man nicht gierig ist, dann nimmt man alles so Larifari auf, man trudelt vor sich hin und man verfolgt seine Ziele nicht, wie man es verfolgen sollte. Und deswegen glaube ich, ist Leistungssport nicht möglich ohne die Gier, ohne die positive Gier, weil sonst spielt man nicht auf dem Niveau oder sonst wäre das Niveau, glaube ich, schlechter. Ich finde die Gier von Jürgen Klopp natürlich sensationell, weil er natürlich einiges schon an Erfolg erlebt hat und auch quasi ja, miterleben durfte. Er hat die Champions League gewonnen, er hat eine unglaubliche, tolle Mannschaft. Er spielt in dem besten Wettbewerb und das in der Champions League, spielt international, kämpfen immer um die Meisterschaft. Und da gibt es ja manche Spieler dann vielleicht, die einfach noch gieriger sind auf noch mehr Erfolg, die dann eines Tages einfach die größten Spieler der Welt sind. Geldgier im Fußball natürlich, sind die Gehälter im Fußball natürlich dann auch groß und riesig, aber wo ich da uns Fußballer dann auch in Schutz nehmen muss, weil ich spiele jetzt seit 9 Jahren Profifußball und ich weiß, was alles dahinter steckt. Viele denken sich ja natürlich, wir trainieren zweimal, dreimal in der Woche, was ja gar nicht der Fall ist. Viele haben gar keine Ahnung, was für einen Job wir machen, wie diszipliniert man sein muss, wie alles von seinem Leben abhängt mit seinem Beruf, dass man dienstags und mittwochs doppelt trainiert, dass man dann freitags, samstags nicht zu Hause ist bei der Familie, dass man viel mit der Nationalmannschaft rumreist, dass man viele Erinnerungen einfach nicht mitnehmen kann. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann vielleicht sagt, ja, ich wechsle jetzt, weil ich da so viel Kohle verdiene oder weil ich da so viel Geld verdiene. Was bei mir nie so eine Rolle gespielt hat, weil wenn ich einen Verein gewechselt habe, war es bei mir eher so, dass hoffentlich die Ambitionen gepasst haben, hoffentlich die Philosophie und weil wenn man nach dem Geld gierig ist und nach dem Geld strebt, dann kann man ja gar nicht sich nach dem Erfolg konzentrieren. Ich bin gierig, indem ich versuche, alles richtig zu machen, was natürlich nicht immer gelingt. Ich versuche, ein organisiertes Leben zu haben. Ich versuche, meiner kleinen Tochter, die jetzt vor 6 Wochen kam, hoffentlich dann auch mit Gier versuchen, sie so aufwachsen zu lassen, dass es ihr gut geht. Und da muss man auch gierig sein, in dem Sinne, dass man sehr diszipliniert ist. Gierig ist immer so ein Wort, hört sich ein bisschen negativ an, aber wie gesagt, kann ja auch eine positive Gier sein. Ich bin gierig, wenn ich was mache, dass ich das bis zum Ende mache und dass ich nicht aufgebe. Ich bin auch gierig, dass bei mir zu Hause auch immer sauber ist. Sagen wir es mal so. Dass da immer eine Ordnung herrscht und dass man organisiert durchs Leben geht. Da bin ich gierig, glaube ich.